Hi. Loot. Heimkehrknochen. Ja, toll. Nö, nicht wirklich. Wo geht's jetzt weiter? Ging es da oben regulär weiter und ich wollte noch nicht weitergehen, weil ich den Loot haben wollte? Ich höre schon wieder Ketten. Das hier ist komisch. Dieser untere Bereich. Heilst dich und stirbst. Also es müssen hier irgendwann, irgendwo, irgendwie irgendwelche Gegner kommen. Oh. Okay. Ja, du zum Beispiel. Oder bist du ein Mimik? Nein. Das heißt, der Typ wurde von einem sich selbst in die Luft jagenden Typen umgebracht? Hm, okay. Rogue Water. Das war einfach nur Heilung und Spell Uses zurück. Schade. Also nichts wirklich super Interessantes für uns. Aber es geht hier weiter. Das ist das Wichtige. Ganz schön unangenehme Zellen hier. Das dürfte sehr schnell sehr doll stinken. Was war das? Auf dem Boden steht bestimmt, Achtung, hier explodieren irgendwelche komischen Typen. Andauernd. Tot? Ja, irgendwann ist sie gerade gestorben. Und der ist so oder so tot. Komisch, komisch. Aber ich habe ein Leuchtfeuer gesehen, das hätte ich ganz gerne. So, das würde ich auch ganz gerne benutzen, damit ich noch wieder Zauber habe. Na? Und dann kann ich mal gucken, was hier explodiert ist. Ob das respawned ist. Yep. Das ist einer von den Selbstmördern. Okay, haben wir hier noch irgendwelche Geheimwände? Nö, nö, nö. Da ging es runter. Und hier oben habe ich es irgendwo hochgehen sehen. Genau da. Ganz viele glatte Wände. Überall können Secrets sein. Das eine Secret, was ich übersehe, hat einen tollen Zauberstab. Links und dann Schatz. Oh. Oh, sind... Au. Oh. Ich kann sagen, sind wir jetzt auf dem Dach, wo der Drache landet. Wäre dann nicht so schön. Hier sind ein paar Jungs gestorben. Wahrscheinlich runtergefallen, ha? Weil sie gerollt sind. Husch. Pickup Item. Human Effigy 1. Unten ist sonst nichts. Okay. Und ich roll hier garantiert nicht irgendwo lang. Merke, in dem Raum mit dem Leuchtfeuer ist noch ein Gang runter. Den müssen wir uns angucken. Hier geht's noch nach oben. Da geht's noch. Hallo? Was hast du gerade machen wollen? Das sah komisch aus. Auf dem Dach ist Loot. Können hier auf die Dächer? Ja, anscheinend. Hier. Oh, wir sind jetzt auf den Dächern unten bei den ganzen Hunden, wo dieses Metallkonstrukt war, wo ich zuerst dachte, dass es ein Fahrstuhl sein könnte. Flame Butterfly. Ja, hm. Ich muss jetzt hier rüberspringen. Okay. Große Seele, alles gut. Wir haben trotzdem noch in dem Turm eine Leiter nach oben gehabt, also eine Treppe nach oben gehabt. Und wir hatten in dem Leuchtfeuerraum auch noch einen Weg nach unten. Und das Ganze hier ist nur eine Abkürzung. War ich hier schon mal? Nee, es sieht unbekannt aus. Hurra for Rolling. Lass mich raten, da steht hier? Nee. Door ahead but tight spot. Oh. Ja. So, stopp. Erstmal mache ich das Ding jetzt auf. Nur für den Fall, dass es ein Einwegweg war. Die wir von hier nicht gehen konnten.
Ach, hier sind wir. Oh. Hä? Deswegen ist er hier gestorben. Weil das Tor aufgemacht wurde und die ihn alle angelaufen sind und bumm. Also das ist eine Verbindung zu dem uns bekannten Bereich. Das ist gut. Hier. Ah, hier sind wir bei der Treppe, die wir eben gerade checken wollten. Das ist ja praktisch. Das heißt... Warte mal. Ich gucke mir nochmal genauer hier um. Wenn hier jetzt aber nichts ist, also auch die Wände nichts haben, dann müssen wir zurück in den Leuchtfeuerraum. Nicht gegen Schwarzpulverfässer rollen. Wenn hier jetzt nichts ist, müssen wir zurück in den Leuchtfeuerraum. Und dann nach unten. Ja, okay, hier ist nichts. Gut, dann... Ja, wie kommen wir zurück? Wir sind über Dächer gesprungen und so. Am besten mit einem Leuchtfeuer, ha? Huh? Wir sind jetzt Sinners Rise, richtig? Bei Straight irgendwo? Hier sind wir auf den doofen Dächern. Nee, da hinten ist Straights Geschichte. Ich benutze einfach einen Heimgeknochen, komm. Benutzen, jo. Swoosh. So, und hier ging es runter. Da. Okay. Ziemlich dunkel. Oh, ein Ferrous Lockstone kann da benutzt werden. Large Club. Oh, Kiste. Erstmal alles aus dem Weg räumen. Du. Stab, 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 ohne Robe. Ein Priester-Glockending. Na gut, sowas brauchen wir dann später auch, wenn wir die Hexsachen. Ne, Hexsachen ist Katalyst, glaube ich, ein Stab. Das Priest-Schein bräuchten wir dann echt nur für richtige Priesterzauber. Also sowas wie Heilung oder dergleichen. Benutzen, ja. Leuchte, leuchte. Da und sonst nirgendwo. Belfry Luna. Nicht ernsthaft. Ein ganzes Gebiet ist hinter einem Ferrous Lockstone versteckt. Okay, geht hier. Warte mal. Ich habe, glaube ich, noch nicht alle Wände gecheckt. Ne. Ne, Kiste. Ne, ne, okay. Belfry Luna. I failed. Hallo? Bist du ein NPC oder haust du mich gleich kaputt? Und ich werde schon angegriffen. Ich sollte nicht hier in der Ecke stehen bleiben. Und er läuft weg, um mich in den Gegner zu locken. Du bist ein Feigling. Ich warte hier. Und wenn ich hier 10 Minuten im Let's Play warten muss, dein Spielchen spiele ich nicht mit. So, währenddessen können wir ja schon überlegen. Ich hätte gerne dich da. Nö. Kitty. Wenn du schon PvP machen willst, dann mache ich die PvP. Genau. Und zu zweit, ja. Die sind ja noch stolz auf sich. Komm, mach Emote. Ja, ihr seid so geil. Ihr werdet absolute Arschlöcher werden. Komm auf die Liste. Na komm. Das ist wirklich eine... Jetzt kommt so eine Phase, wo ein alter Mann über die Jugend herzieht. Aber das ist für mich echt eine absolute Degeneration, was die Jugend angeht.
sowas kann ich mir also in meiner Kindheit nicht vorstellen. Also ja, wir haben auch Scheiße gebaut und so weiter, aber wir waren nicht stolz darauf, dass wir mit mehreren Leuten irgendjemanden kaputt gemacht haben oder so. Und die denken wirklich, dass sie toll wären. Die denken wirklich, dass sie was leisten und dass das tolle Spieler sind und bla bla bla. Obwohl sie solche Maschen abziehen. Das ist einfach nur lächerlich. Egal. Rein da. Mit dir reden. Das. Stay back and we slice you to bits. Hear my chums, we shall be miffed. Stay back all your pieces, tiniest pieces. A long, long, long time ago, the princess she made me, yes, just like so. To guard this bell for the prince's honor. Stay away, foul undead, or you'll be a goner. Stay back, it belongs to the princess, it do. Das. You wish to guard the bell, you do. For the prince and the princess forever. For true. Okay. Wenn wir dann leichter hier durchkommen, warum nicht? Entered Covenant. Bellkeeper Seal. Du bist durchgeknallt, das ist okay. Also wir sind jetzt im Covenant und anscheinend ist es ähnlich wie bei den Ratten. Da wir jetzt Mitglied des Covenants sind, können wir hier nicht mehr beschworen werden für den PvP. Wenn wir den Ring anhaben, können wir allerdings andere Leute angreifen, die hier in das Gebiet eindringen. Genau wie bei den Ratten halt. Aber das will ich jetzt nicht unbedingt. Kommen wir da irgendwie hin? Okay. So, und jetzt gehe ich mal hoch und guck, was hier für Viecher sind, wo diese zwei Spaßvögel uns reinlocken wollten. Genau. Wobei der jetzt nicht wirklich nervig ist, aber es ist eine Ablenkung. Und das macht die Chancen schon mal... Oscar? Bist du ein Spieler, Oscar? Ja, du bist ein Spieler. Warum geht das? Warum greift das Vieh mich an, wenn ich zu dem Ding hier gehöre? Das ist sehr komisch. Lalala. Zweihänder, nicht gut. Aber es ist flott. Ah, der nächste kommt jetzt, die elende Bastarde. Gib mir Heilung. Ich verstehe noch nicht ganz, warum die mich angreifen können. Also eventuell muss ich den Ring anlegen, aber ich gehöre doch zum Covenant. Warum greifen die ihre eigenen Leute an? Komisch, komisch. Wo ist sie? Oder es? Oh, da oben. Die will mich jetzt auch wieder nach oben locken. Ihr seid alles Feiglinge. Ihr seid keine Gamer. Ihr seid Kiddies. Weg, weg, weg. Papa versucht euch den Hintern. Also, komm, nächster. Wenn ihr einzeln kommt, habt ihr absolut keine Chance. Natürlich haben sie das, ich bin jetzt nur gerade im Ego-Trip. Ich würde eigentlich ganz gerne das Gebiet zu Ende erforschen.
Ich glaube, ich sollte den Ring mal anlegen. Wobei der Haken ist, wenn ich den Ring anlege, dann beschwöre ich selber Leute hierher, die zum ersten Mal hier sind, die keine Ahnung haben, ähnlich wie im Rattengebiet. Oh, warte mal, vielleicht greift er mich nur an, weil ich ihn angegriffen habe oder seinen Kollegen angegriffen habe. Das könnte sein. Das wäre jetzt nicht schön. Ich glaube, ich laufe mal kurz zurück. Nebelland? Und da geht es auch noch hoch. Nee, also. Ich laufe jetzt zurück. Gehe zum Leuchtfeuer, aktiviere das Leuchtfeuer. Und hoffe dann mal, dass ich das, was auch immer ich falsch gemacht habe, resette. Und dass, wenn ich dann hier reinlaufe, ohne Ring, dass ich dann wieder Nicht-PvPler beschwöre für den PvP. Weil sie halt hier in den Turm eindringen. Noch, dass die PvPler mich beschwören können, weil ich ja zum Covenant gehöre. Das macht so eigentlich Sinn. Ich weiß nicht, warum er das nicht gemacht hat. Oh ja. War hier nicht das Leuchtfeuer? Genau da. So. Oh, und ich könnte eigentlich nach Majula und meine Seelen ausgeben. Ich habe ja dort recht viel bekommen. Dabei Straight vorbeigucken. Das muss ich nur überlegen, weil Straight hatte irgendeinen Ring, der 29.000 gekostet hatte. Ich weiß aber nicht mehr, was er gemacht hat. Aber ich weiß aber gut. Das überlege ich mir dann bis zur nächsten Folge. Also entweder Straight oder nach Majula aufsteigen. Primär halt, glaube. Also bis gleich.